Kokosnusswasser hält das Trendgetränk, es verspricht. Das Workout ist beendet. Durch Schwitzen haben sie viel Flüssigkeit verloren. Immer häufiger greifen SportlerInnen in diesem Moment zu Kokosnusswasser. Ein kurzweiliger Trend oder doch etwas, das sie in ihre Sportroutine dauerhaft einbauen sollten? Wir verraten Ihnen, was wirklich in Kokosnusswasser steckt. Warum es auch für Nicht-SportlerInnen bestens geeignet ist und worauf Sie beim Kauf achten sollten. Tatsächlich stecken hinter dem Trendgetränk nicht bloß leere Versprechungen. Kokosnusswasser beinhaltet in seiner reinen Form eine Vielzahl an wertvollen Inhaltsstoffen. Zudem schmeckt es gekühlt nicht nur dann sehr gut, wenn man es am Strand auf Sri Lanka und Co. direkt aus der Kokosnuss trinkt. Das Beste, dank einer leichten natürlichen Süße benötigt man keinerlei Süßungsmittel oder zusätzliche Aromen. Ideal, um seinem Körper kalorienbewusst die nötige Flüssigkeit sowie Nährstoffe zukommen zu lassen. Diese wären unter anderem: Eine weitere gute Eigenschaft des Kokosnusswassers ist sein niedriger Säuregehalt. Dadurch ist das Getränk gut bekömmlich. Kokosnusswasser kann aufgrund der vielen genannten Nährstoffe sowie dem geringen Kaloriengehalt eine gute Alternative zu industriellen isotonischen Getränken darstellen. Da das Wasser allerdings einen zu niedrigen Salzgehalt hat, zählt es trotz der vielen Pluspunkte nicht offiziell als ISO-Getränk. In den Online-Shops, Apotheken, Supermärkten, Drogeriemärkten und Co. ist Kokosnusswasser längst angekommen. Meist in kleinen Tetrapacks verpackt, bietet es auch fernab von Traumstränden die Möglichkeit, auf die guten Eigenschaften des Trendgetränks zu setzen.